Hallo, ich bin Franziska und Redakteurin bei Radio 4FM und ich führe euch heute durch unsere Studios im Büchsenstadel. 1485 wurde das Büchsenstadel erbaut. Zuerst wurde hier Salz gelagert, dann Korn und später Waffen. Später hat die Stadt das Gebäude dem Land abgekauft und hat hier eine Schule eingerichtet. Letztes Jahr, am Tag des offenen Denkmals, konnten wir sogar einige ehemalige Schüler hier in unseren Räumen begrüßen. 1900 wurde die Fenster vergrößert und 1975 gab es eine große Renovierung. Im zweiten Obergeschoss befinden sich die Studio- und Redaktionsräume von Radio 4FM. Im Erdgeschoss ist das Jugendhaus und unterm Dach ein Hackerspace. In der Eingangshalle von Radio 4FM. Hinter mir geht's in die Studios, da ist das Musikarchiv, hier vorne ist das Büro von unserem Geschäftsführer und da geht's in die Redaktion. Und da gehen wir jetzt zuerst rein. Hier sind wir in der Redaktion. Hier sitzt unser Geschäftsführer und Koordinator und auf der anderen Seite unsere Praktikanten. Gemeinsam bereiten sie die Themen des Tages vor, die ihr hören könnt auf der 102,6. Ich bin die Lea, ich bin die FSJlerin hier bei Radio 4FM und ich bereite gerade die Jubiläumssendung vor mit dem Namen 2,50 Mark und die läuft jeden zweiten Samstag von 13 bis 15 Uhr. Mein Name ist Dominik Köstler, ich bin hier zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit und auch für die Betreuung der Praktikanten zusammen mit unserer FSJ-Kraft und bin bei 4FM seit 2015. Mein Name ist Timo Freudenreich, ich bin Geschäftsführer seit 2 Jahren und war auch vorher schon lange im Vorstand. Ich kümmere mich um die Finanzen, um die Technik hier und zusammen mit Dominik, der Koordinationskraft, um alle weiteren Aufgaben, die hier anfallen. Das Amt für Denkmalschutz hat diese Wandverzierung freigelegt und es besteht die Vermutung, dass es auf der kompletten Außenfassade des Gebäudes zu sehen ist. Unser Musikarchiv. Hier stehen 20.000 CDs mit Songs und Liedern aus allen Genres. Hier stehen wir jetzt vor unserer Studiotür. Wir werden gleich noch reingehen, aber wir wollen erstmal nicht stören, denn wir sind live on air. Sheila, der legendäre Gene Vincent mit einer sensationellen Aufnahme aus dem Jahr 1961. Our Favorite Melodies. Das war unser Rundgang bei Radio 4FM. Schaltet ein oder macht gleich mit.